keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen kleinen Folge aus der WoW-Alpha hier zur kommenden Erweiterung WoW Legion. Und wir werden jetzt gemeinsam in den nächsten paar Folgen uns das neue Gebiet, welches mit dem neuen Bild für die Alpha in das Spiel gekommen ist, genauer ansehen. Die Rede ist natürlich von Val Sharrar. Aber vorher war ich noch ein bisschen in Sturmhain unterwegs. Ich bin auch Stufe 103 und schon mit über der Hälfte zu 104 fertig und werde jetzt erstmal noch ein bisschen meine Artefaktwaffe aufwerten, denn man findet ja random bei Mobs oder auch in Schätzen diverse Artefaktmacht, die man dann benötigt, eben um weitere Sachen freizuschalten. So, was habe ich denn hier noch so? Ich glaube, das war alles. Dann kann ich hier noch ein Relikt einfügen, beziehungsweise erweitern, ein altes rausnehmen und ein neues rein, aber irgendwie will das nicht so. Ah doch, muss ich einfach drüber ziehen. Nicht mit Rechtsklick. Naja, das Interface ist vielleicht da auch noch ein bisschen ausbaufähig. So, wo packe ich denn meine Punkte rein? Wo möchte ich denn eigentlich hin? Aspect of the Eagle, naja, von hinten. Ein Schelm, wer Falsches denkt, aber ist auf jeden Fall ganz nett. Joa. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Geschick des Jägers. Dazu gehen wir doch einfach mal straight durch, würde ich sagen. Das heißt, wir packen hier ein Pünktchen rein, wir packen noch ein Pünktchen rein und dann war es das auch schon wieder. Denn mehr Artefaktmacht haben wir momentan nicht. Wobei man sagen muss, dass Blizzard da die benötigte Anzahl schon ein bisschen runtergesetzt hat im Gegensatz zum Anfang. Wobei sie auch da gesagt haben, dass sie da noch herumexperimentieren. Und je nachdem, wie lange die Spieler sich mit der Waffe beschäftigen sollen, desto mehr Artefaktmacht wird man dementsprechend auch brauchen. So, wir sind hier als Jäger natürlich in unserer Klassenhalle, der Jägerhütte, der Volltrefferhütte und haben hier unsere Missionstafel, die Scouting Map. Die hat natürlich auch jede andere Klasse zur Verfügung. Wir sehen das jetzt hier ganz gut. In Sturmhain habe ich schon ein bisschen gequestet. Azuna, das ist für einen Anhänger dann hier. Ne, ist momentan aber noch nichts groß los. High Mountain, dort befinden wir uns etwa. Hier ist ja die Jägerhütte. Aber das interessiert uns jetzt auch nicht. Sondern wir wollen ja in das neue Gebiet. Val Sharrar, der friedvolle Forst. Erzmagier Khadgar sendet uns dorthin. Und wir nehmen das Ganze natürlich an. Portal nach Dalaran verwenden, auch dies hat jede Klasse in seiner Klassenhalle und das werden wir jetzt doch auch mal machen. Guck mal, sieht aus wie eine Glühbirne da oben, ne? Sehr fortschrittlich. So, wunderschöner Ladescreen natürlich von der Welt, die uns dann erwartet, aber relativ kurz muss man sagen. Sind natürlich alles noch Platzhalter, die Ladebildschirme. Es gibt eigentlich nur zwei, nämlich einmal diese Map. Und auf der anderen Seite eben der Classic-Ladebildschirm. Ah, guck mal, da steht schon Khadgar. Hallo Khadgar. Wo schickst du uns denn jetzt zuerst hin? So, Quest beenden. Sprecht mit Aludane Wolkenweiß bei Krasus Landeplatz. Ja, machen wir. Hallo Aludane. Ich finde deinen Namen lustig. So, können wir jetzt da wirklich hinfliegen? Oder wird das geskippt? Weil es wäre ganz schön, wenn wir wirklich dahin fliegen. Dann könnte man sich das Ganze mal hier anschauen. Übrigens hier Dalaran 2 neben Dalaran 1. Ne? Die Entwickler sind hier parallel noch ein bisschen am Basteln und so. Hier unten übrigens das Haustierkampfturnier. Und schaut euch diese Aussicht an. Was soll man dazu noch groß sagen? Sehen die Gebiete nicht schon wieder richtig geil aus? Und ich finde, das ist ein Problem von vielen Leuten, dass man einfach nicht mal innehält und sich das alles anschaut. Schaut euch das mal an, im Großen und Ganzen. Auch mit der neuen Sichtweite, man kann das ganze fucking Gebiet einsehen. Wie geil ist das denn? Flieg doch ein bisschen höher, Greif. Hallo? Hoch? Ich möchte mehr sehen. Naja, aber hier gehen wir nicht hin. Das ist der Strand von Azuna, glaube ich. Sondern hier hinten nach Val Sharrar, das ist ja das Druidengebiet, kann man sagen, wo sich der smaragdgrüne Albtraum befindet, beziehungsweise der Eingang zu dem Raid. Und ja, da unten sehen wir auch noch was, was nicht texturiert ist.
Suramar ist hier drüben, ne? Das Endgebiet dann am Ende, das ist der Palast von Suramar, wo wir dann gegen Gul'dan kämpfen werden im zweiten Raid. Wie schon gesagt, hier ist Asuna, das sieht ein bisschen mehr... Ja, die Entwickler haben es, glaube ich, so mit der griechischen Insel Kreta verglichen aus, auf der BlizzCon. Und hier vorne ist Val'Sharar, welches natürlich ganz im Zeichen der elfischen Architektur auch steht, so wie vieles hier, muss man dazu sagen. Und dann hat man auch schon wieder hier, ne, einfach so mittendrin zerstörtes Land und es fügt sich trotzdem gut ein, ne. Wobei hier sehr viel nach und nach erst aufploppt gerade. Was ist das denn da? Seht ihr das auch hier, wo meine Maus ist? Was ist das denn für ein Wassertank? Keine Ahnung. Naja, aber ist sehr schön der Flug, muss ich sagen. Oh, die Bäume haben aber große Stämme hier. Naja, der Traum der Hain der Träume müsste ja auch irgendwo hier sein. Das ist ja die Klassenhalle der Druiden. Plopp, Baum weg. Baum wieder da, Baum weg. Naja, wie gesagt, alles noch Alpha. Oh, aber guck mal, hier ist schön, ne? Ist das nicht sogar der Hain der Träume? Nee, ist er nicht. Das ist ein anderes Gebiet, meine ich. Aber es ist schön, ist richtig schön hier, gefällt mir. Hey, da unten ist mein Questgeber. Flieg mich dahin. Ja, genau. Lorlatil. Lorlatil. So, hallo. Ach, mal Furion, altes Haus. Wie geht's denn so, du Pinguin? Questbenden. Speak to mal Furion. Ja, hab ich doch gerade jetzt nochmal. Na gut. Mal sehen, was der so macht. Huch. Nicht so stürmisch. Ich will auch ein bisschen was von der Landschaft hier sehen. Every step in this forest brings back precious memories. Ah ja, sehr schön. Wir haben schon teilweise eine Lokalisierung jetzt hier in der Alpha. Zum größten Teil ist es aber noch auf Englisch. Ich kann ja mal auf die Karte schauen. Ich habe den deutschen Client, das heißt alles, was schon übersetzt wurde, wird mir auch auf Deutsch angezeigt. Die Karte hier aber noch nicht. Wenn ich auf englische Version schalte, würde mir diese wahrscheinlich angezeigt. In Sturmheim hingegen, da gibt es auch schon die Karte auf Deutsch quasi, sage ich mal. Oh. He was in the dream, but now he won't wake up. Szenarios ist im Traum und nicht mehr aufgewacht. Wie der da liegt. Als ob ihn jemand umgeschubst hätte. Es tut mir leid, diesen magischen Moment zu zerstören, aber... Sprecht mit Remulus. Okay, das heißt, wir müssen zurück. Wie jetzt, alleine? Von wo sind wir eigentlich gekommen? Das Wunderbare ist ja, dass hier auf dem Alpha-Server uns sämtliche Mounts zur Verfügung stehen, wie dieses wunderbare Hühnchen. Bock, 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 ja. Wunderbar. So, wir reisen mal zurück. Da vorne ist auch schon irgendein Ramob, ne? Wollen wir den gleich mal mitnehmen? Wo ist er denn? Hä? Du bist doch kein Ramob. Du bist doch eine von uns. Was kann ich denn hier machen? Ich bin gerne behilflich. Ach, das ist irgendeine Quest hier, oder was? Also, gleich mal wieder, ne? Die erste Quest gleich mal wieder liegen lassen und erkunden. Das ist nun mal mein Naturell. Und ich muss sagen, es lohnt sich. Also, wenn ihr dann später Legion spielt, wenn es draußen ist, dann spielt wirklich alles. Erkundet alles, sucht alles ab. Es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, was ich schon alles gefunden habe. Also jetzt nicht unbedingt sowas hier, aber an teilweise versteckten Schätzen, das ist abenteuerlich. Also da gibt es richtig, richtig viel zu entdecken hier. Ja, dämlicher Felsen. So, jetzt wollen wir aber wirklich uns erstmal der Quest widmen, das haben wir hier abgeschlossen. Hallo Sosun, wer auch immer du bist. Ist ja schon schön hier, ne? Muss man ja sagen. So, wo ist er denn? Remulus. Hallo. Szenarios benötigt Hilfe. Vater, wir werden euch nicht im Stich lassen. Das ist schön, ja. Ach, du hast schon gleich was Neues. Ach, du hast jede Menge. Suchtown, Mondklaue.
sucht nach der Traumlichtung, das machen wir natürlich auch. Sucht Elotier in Tas Talar auf, das machen wir auch. Und hier drüben gibt es auch noch was. Die gute Elisandria hat nämlich für uns noch eine Quest. Sucht Sylana Flussbrise am Mondschwingentümpel auf. Waren wir da nicht gerade? Nö. Wir müssen auf jeden Fall in den Süden. Dann werden wir uns doch mal dorthin begeben. Querfeld ein. Oh, guck mal. Ein Drache. Ein grüner Traumwächter. Cool. Geil. Ich liebe ja die Drachen in WoW und in der ganzen Warcraft-Historie. Ich finde, die haben so eine tolle Geschichte. Huch, was bist du denn? Bonus-Objective. Ah ja, stand dabei. Ach so, das ist hier für die Bereichsquest. Ah, okay. Guck mal, klein. Da sitzen diese kleinen Baumviecher auf den Feendrachen drauf. Das ist ja, ne? Das können wir nicht dulden. Keine Versklavung der Feendrachen. Aber ich finde das lustig, dass sie jetzt das neue Shop-Modell quasi benutzen. Und nicht mehr das alte Modell der Feendrachen. Welches ja auch ganz schön war, muss man sagen. So. Das kloppen wir auch noch um. Zack. Hallo, Sylana Flussbrise. Quest abschließen. Was hast du denn so für uns? Töte 12 Distelblatt-Waldgeister und Mondschwingen-Not. Rettet 8 Mondschwingen. Machen wir natürlich. Und es gibt dafür Gier. Sehr schön übrigens. Hier sieht man auch, ich habe epische Füße einfach aufgewertet von Grünen. Und man muss ganz klar sagen, das Ganze skaliert ja jetzt hier. Wir hätten das auch als erstes Gebiet wählen können im klassischen Sinne. Das heißt, ich bin Level 100, komme hier hin nach Dalaran, mache meine Artefakt-Quest und wähle dann Val'Sharar als Gebiet aus. Ich hätte Val'Sharar beispielsweise aber auch erst mit Stufe 108 auswählen können. Und beide Male wäre das Erlebnis quasi mehr oder weniger gleich, denn die Mobs skalieren ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr skeptisch am Anfang, ob das gut funktioniert. Aber ja, es funktioniert tatsächlich gut. Also da muss ich zum aktuellen Zeitpunkt, soweit die Alpha auch schon ist, Blizzard mal ein Lob aussprechen, dass das durchaus ansprechend ist. So, wir haben hier noch eine Quest. Sammel 10 Mondschwingen-Eier. Alles klar, da sind wir, glaube ich, hier erstmal ganz gut beschäftigt. Gefangene Mondschwingen. Ah, okay. Die sind auch hier drumherum. Hier haben wir die Eier. Eier, wir bauen Eier. Auf jeden Fall, jede Menge. Und ich werde schauen, dass ich die Folgen immer so, ja, 15 Minuten lang machen werde. Je nachdem, was halt gerade dran ist. Kann auch mal ein bisschen kürzer sein, aber wenn es spannend ist, auch mal ein bisschen länger. Oder wenn ich einfach Bock habe, eine Questreihe noch fertig zu machen. Und das sind hier natürlich, muss man ganz klar sagen, Standard 0815 Quests. Das ist nichts Besonderes. Das ist jetzt nicht das große Highlight von Legion, ganz klar. Aber gut, da muss man auch zu sagen, nicht jede Quest ist immer ein besonderes Highlight. Es ist einfach so. Huch, den Kranich wollte ich doch gar nicht anlocken. Naja, jetzt ist er da. Der Wolf ist auf jeden Fall noch teilweise stark verwirrt. Oh, guck mal, eine kleine Schatztruhe. Ich habe sie zuerst gesehen. Was? Lehrt euch, wie man... Oh, ein Haustier! Ein Pet! Gleich Pet-Guide draus machen. Also, wenn Legion da ist, ne? Oder kurz davor. Wie heißt das Ding? Tristle Leaf? Tristle Leaf Adventurer. Jetzt musste ich mal mit dem Kopf ein bisschen näher ran. Wildtierführer. Achso, das ist übrigens ein Ding, was ich auch gefunkt hatte. Sehr geil, ne? Sieht schon hammer eklig aus. Crispy Chicken, genau, das ist Crispin, das ist ein verbranntes Eichhörnchen. Ah, hier unten sieht man's. Naja, so, wo ist denn das Ding? Tristleaf Adventure, ach, das ist ja so einer. Ah ja, alles klar. Komm, ich nehme den Blob hier mit, weil der sieht wirklich hässlich aus. Und da passt er doch gut ins Team. So, weiter geht die Reise. Finde ich auf jeden Fall lustig. Also man findet relativ viele Haustiere, kleine Secrets, irgendwelche Spielzeuge, die halt quasi so am, ich sag mal, am Wegesrand liegen. Oh, hier oben ist ein Ramob. Ein Ramob wäre doch jetzt noch ein schönes Ende für die erste Folge.
Ist das der? Nö. Wo ist er denn? Hallo? Irgendwo hier drunter? Ja. Ich glaube, ich werde den Rahmenmob nicht suchen, denn hier sieht es aus, als ob man durch die Welt fallen könnte. Ja, sieht man da unten, ne? Da kann man so ein bisschen gucken. Das werde ich nicht riskieren, da reinzuspringen, auf gar keinen Fall. Da kann der Rahmenmob gerne bleiben, wo er ist, und seinen Loot behalten. Denn sterben möchte ich jetzt eigentlich nicht an der Stelle. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen bei der ersten Folge. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann morgen mit der nächsten Folge wieder und weiteren WoW Legion Videos sowie natürlich auch anderen WoW Videos. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.